Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, Abgeordneter, liebe Gäste. Antonia Blau hat das eben erwähnt und gesagt, wir müssen raus aus dem Silo. Das ist wichtig, weil wir spüren, das sage ich jetzt ergänzend, dass Kultur nicht nur bedeutsam ist, nicht nur wichtig ist, das ist ein kultureller Ort, sondern anfängt, mehr zu sein, ein wesentlicher Motor für Veränderung. Also letztendlich das deutlicher wird, was uns angetrieben hat, als hier Kulturhauptstadt stattfand, nämlich Wandel durch Kultur und Kultur durch Wandel zu diskutieren und immer mehr zu erkennen, dass es ohne Kunst und ohne Kultur nicht geht. Darüber müssen wir reden und darüber müssen wir vor allen Dingen nicht nur, und das ist jetzt modisch neu, interdisziplinär, crosssektoral übergreifend reden, wir müssen das auch von hier aus international europäisch tun. Ich glaube, dass das immer noch eine einmalige Chance ist, sich auszutauschen, Ideen kennenzulernen, Impulse zu spüren, um dann aber auch das, was vor Ort passiert, besser bewältigen zu können. Ich denke, der gestrige Abend, der Nice Award, war ein wunderschönes Beispiel dafür, was sich hier versammelt einmal im Jahr an ganz unterschiedlichen Fakultäten, kreative Künstler, Wirtschaft, Ministerien und ihre Vertreter, Netzwerke, die vorher tagen. Das ist wichtig, denn als wir uns Gedanken gemacht haben, was wollen wir in diesem Jahr zur Diskussion stellen im Rahmen von Kunst und Kultur, ist uns aufgefallen, dass es Bewegungen gibt an verschiedenen Stellen, die alle damit zu tun haben, mit das ist doch mehr als bleiben wir in dem Bild der Silo. Diese Bereiche wollten wir zusammenfügen, um darüber zu diskutieren, gibt es da Anzeichen für ein neues Selbstverständnis, eine neue Rolle? Und das ist ja nicht neu. Als der Humanismus sozusagen am Horizont der Gesellschaft sichtbar wurde, verschmolzen Ästhetik, Wissen und Ethik zu einem neuen Menschenideal. Und in der Gegenwart, habe ich den Eindruck, weitet sich die Zentrifugalkraft der Kunst auch auf Bereiche wie Wirtschaft, Gesellschaft und Politik aus. Es ist jetzt 500 Jahre her, dass sich der Kulturbegriff allmählich von seinem Handwerksstatus löste und als den Artes Liberales zugehörig anerkannt wurde. Die Künstlerinnen und Künstler genossen hierdurch wissenschaftliches und politisches Ansehen. Derzeit erleben wir erneut eine beschleunigte Ausweitung der Kunstzone mit allen strittigen und erregten Auseinandersetzungen, die solchen Entwicklungen eigen sind und die aber auch wichtig sind, wenn es um Kunst und Kultur und deren tatsächliche oder vermeintliche neue gesellschaftliche Rolle steht. In einem Artikel nicht nur über die Documenta war kürzlich im Feuilleton der FAZ sehr bemerkenswert zu lesen, es ist, als gerate der Gesellschaftsvertrag, der die Kunst vom Leben schied und ihr im Gegenzug Autonomie gewährte, ins Wanken. Auch Olafur Eliasson hat vor einiger Zeit auch nicht künstlerisch zweckfrei formuliert, just like a building an artwork is, essentially a relationship. It is reality producing. Und dann noch die Technologie. Besser die digitale Revolution, die unsere Wahrnehmung und die Möglichkeiten, uns mitzuteilen und teilzuhaben, förmlich auf den Kopf stellt. Die ehemalige britische Kultusministerin Tessa Joel hat in diesem Punkt einmal sehr trefflich auf den Punkt gebracht, dies ist eine Zeit dramatischer Veränderung. Zwei Welten, die Kultur und die Technologie, also die Digitalisierung, sind aufeinander getroffen und bilden ein Universum der neuen Möglichkeiten und neuen Gelegenheiten, um auf Inhalte zuzugreifen, sie zu konsumieren und zu erschaffen. Was natürlich auch in direkter Weise Kunst und Kultur betrifft und, das finde ich wichtig, eine durchaus positivistische Formulierung ist, mit enormen gesellschaftlichen Zuwachsmöglichkeiten an Erkenntnis, Kreativität und Horizonterweiterung. Erinnern wir uns, mit dem Humanismus verschmolzen Ästhetik, Wissen und Ethik zu einem neuen Ideal. Heute weitet sich gerade die Bedeutung von Kunst und Kultur auf Gesellschaft, Politik und nicht zuletzt auch auf die Wirtschaft aus. Die EU beschreibt das sehr treffend in ihrem Draft Report on a Coherent EU Policy for Cultural and Creative Industries und stellt fest, the Commission recognized the key role of cultural and creative industries for the social and economic development of the EU. Whereas culture and creative industries have dual value, as they preserve and promote cultural and linguistic diversity and strengthen European and regional identity while sustaining social cohesion.
Culture, Art, Creativity, this is the true image and asset of Europe in the world. Ich habe das eben schon gesagt, vor gut 500 Jahren genossen die Künstlerinnen und Künstler vor dem Hintergrund eines neu entstandenen Kunstbegriffs vermehrt auch wissenschaftliches und politisches Ansehen. Wir erleben im Moment auch, wenn wir beispielsweise nur die Debatte über die Documenta sehen, eine sehr emotionale und spannende Debatte über die Kultur und die Kunst und auch eine Ausweitung der Kunstzone. Wer den ästhetischen Schock und die Faszination der Zeitgenossen eines Michelangelos nachempfinden möchte, setze heute die Virtual Reality Brille auf, blicke ins Unendliche, immersive Welten. Auch heute werden sinnliche Erfahrungen erlebbar, die bisher unzugänglich waren. Neuentwicklungen der Digitalisierung potenzieren die Gestaltungsmöglichkeiten, auch für die Kunst, auch für die Kultur. Ein geradezu revolutionärer Blick über den Tellerrand oder, wie es Peter Weibel, der Direktor des ZKM Karlsruhe, beschreibt, eine Verwissenschaftlichung der Kunst, wie in der Renaissance, eine Renaissance 2.0, entstehen hier am aktuellen Horizont Umrisse eines neuen Kunstbegriffs. Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffende machen sich Anliegen und Errungenschaften aus Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft zu eigen. Konzerne wie Google, aber auch öffentliche Netzwerke wie das Medienwerk NRW spielen bei der Vermittlung, Rezeption und Weiterentwicklung von Kunst und Kultur eine immer gewichtigere Rolle. Tradierte Konzepte von Kultur und Kulturpolitik, von Wirtschaft und Politik geraten in Bewegung. Kunst und Kultur lösen gesellschaftliche Debatten aus. Was heißt das nicht nur für Kulturpolitik heute? Wie konzipiert man Förderprogramme vor diesem Hintergrund und wie kann man diese Stränge zusammenführen, um daraus Kräfte zu entfalten? Denn, und das möchte ich für mich betonen, aber ich denke auch für alle, die an diesem Thema interessiert sind, wir sind ja befangen, positiv befangen, weil wir glauben, wir haben das ja auch in den letzten Jahren hier erlebt, wie bedeutsam bei einer Debatte und einer realgesellschaftlichen Umbruchssituation Kunst und Kultur sind. Ist es an der Zeit, ich glaube ja, einem erweiterten Kunst- und Kulturbegriff wie dieser zunehmend auch von Künstlerinnen und Künstlern selbst gefordert wird, nachzugehen, nicht bloß interdisziplinär, sondern crossmedial und vor allen Dingen auch crosssektoral. Diese Fragen stehen im Fokus des diesjährigen Forum Europe Ruhr und diese möchten und müssen wir diskutieren. Übrigens nicht nur hier, aber auch hier und gerade hier. Und deshalb wünsche ich Ihnen und uns einen sehr inspirierenden Tag und hoffentlich einige inspirierende Erkenntnisse weiter auf dem Weg dahin zu dieser, wie ich glaube, immer noch nicht richtig und dann schließlich mit dem Bundestagswahlkampf de facto erkannten Rolle von Kunst und Kultur. Wir werden die gesellschaftlichen Veränderungen, wir werden die technologischen Veränderungen, wir werden die ökonomischen Herausforderungen nicht bewältigen können, ohne ein kulturelles Selbstverständnis und ohne die mit einzubinden, die letztlich all diese Netze, Flächen und Ähnliches mehr füllen mit ihren kreativen, kompositorischen, künstlerischen Ideen. Ich glaube, dafür lohnt es sich zu kämpfen und deshalb glaube ich auch, und das hätte ich mir gewünscht, wenn ein Bundestagswahlkampf gesagt hätte, wir müssen aufhören, das als ein Ornament zu betrachten, sondern wir müssen mehr Kultur wagen in einem Bereich, wir müssen mehr Kunst wagen, um uns und damit auch die anderen besser zu verstehen und auch eine Gesellschaft zu haben, die dann, und das ist ja ein Vorteil, diese Stabilität im positiven Sinne weiter als Grundlage nimmt, um Zukunft zu gestalten. Das müssen wir tun, Zukunft zu gestalten und darüber engagiert, auch künstlerisch, auch kulturell zu debattieren. In diesem Sinne, einen schönen Tag und spannende Erkenntnisse. Vielen Dank.